könnte jetzt Dürer mal zitieren, die Arbeit an der Sprache ist Arbeit am Gedanken. Das geht in die gleiche Richtung. Das heisst, um klar zu werden, musst du mit Sprache umgehen. Also erst mit der präzisen Formulierung entsteht auch der präzise Gedanke. Verstehen, was man als Empfindung schon verstanden hat. Also weißt, Empfindung ist auch ein Verstehen. Mhm. Und das dann überführen in eine rationale Erkenntnis. Also das sind so Sachen, die mich sehr umtreiben. Also eben, ich habe dann die Unsicht, dass ich alle Bücher, und ich kann nicht lesen ohne mit Bleistift in der Hand. Also ich muss immer unterstreichen. Das kann ich nicht lesen. Ich fotografiere schon seit etwa 1965. Und das war für mich auch immer so ein bisschen ein Vorwand gewesen. Das könnte ich dann mal im Unterricht brauchen. Und dann also bei jeder Vorlesung kann ich dann einfach ein paar hundert von diesen Rahmen überlegen, was könnte ich jetzt da brauchen. Das könnte ich brauchen und was passt da dazu. Ja, das ist eins so über Dynamik. Also das ist noch bis. Und habe also immer bis unmittelbar vor der Vorlesung immer noch verschoben. Ich habe immer mit zwei Bildern geschafft. Einfach zum, wie jetzt da die Skulptur vom, die Skulptur von Brancusi, die so eine Vorwärtsbewegung macht und ein Bahnwärterhäuschen, wo auch so die Dynamik drin hat. Ich sage nicht, es ist nicht wegen dem ein Kunstwerk, aber es hat die Dynamik, eben die Struktur von anschaulichen Kräften oder visuellen Kräften ist es bewirkt etwas Ähnliches, nämlich so, weißt, so ein, das liegt jetzt einfach gerade zufällig da, also ja, drum, ja. Drum. Also die Phänomenologie probiert eine Art alles auszuschliessen, was ein Wissen, ein Vorwissen darstellt. Also zum möglichst näher eben an die Sache selbst zu kommen. Du musst nicht eben, also ein Stuhl, wo du drauf sitzt, das ist ein Tonne-Stuhl, oder? Und wenn man sich auskennt, ja klar, das ist die Tonne-Nummer so und so. Und das ist aber nicht die Sache selbst, sondern die Sache selbst ist einfach die Form, die vor dir ist, wo eben noch keine Bedeutungen, noch keine Zuweisungen, noch kein Preis, keine Etikette, nichts hat, sondern es ist einfach die Form, oder? Aber wenn du jetzt also mal anschaust, schaffst du eine Art wie ein Verhältnis, und das ist letztlich nicht das Verhältnis von einem Subjekt zu einem Objekt, sondern der Gegenstand wird eigentlich zu einem Subjekt, zu einem Du. Also du kommst in ein Verhältnis, wo du eigentlich wie dialogierst mit dem. Und das ist eigentlich bei jedem Raum auch. Du stehst drin und musst einfach probieren, wie wirkt jetzt der Raum auf mich, wenn es zum Raum geht. Also erstens, natürlich, ich muss von mir ausgehen, von meinen Empfindungen sind etwas Persönliches. Also, das ist so ein bisschen, sagen wir, der Vorwurf von, wo man könnte machen, das ist allzu subjektiv, subjektivistisch. Aber eben, was ist ein Raum? Das ist das Schwierigste überhaupt, also der Raum. Also außer natürlich, so ein bisschen klischee-mässig, aber wenn du wirklich willst, dem auf die Spur kommen willst. Also, du hast einen Gegenstand vor dir, oder? Du siehst im Prinzip, oder da den Kopf, du siehst eine Seite, dann kannst du dich noch drum herum, aber es ist alles vor dir und außer dir. Hingegen beim Raum bist du im Raum und du schaust zwar so, aber du weißt oder spürst, dass da hinten auch Sachen sind, die mitwirken, oder? Thank you.
Das ist auch im Unterricht, habe ich das immer der Stierzeichnung gemacht. Also Subjekt und Objekt und dann ein Kreis darum gesagt. Am Anfang als Kind ist das nicht getrennt, sondern Gegenstände sind Subjekte auch. Dann irgendwann teilt sich das, wie Zellteilung, teilt sich das, wird zwei, wird komplexer, aber verliert auch ein bisschen an der Ursprünglichkeit. Oder? Und dann, je mehr dass du darüber nachdenkst, desto mehr Distanz kommst du über, desto mehr wird das Objekt und Subjekt Sachen für sich. Und das Verhältnis, das interessiert mich.